bei Science Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe letzte Woche eine recht interessante Anfrage bekommen bzw. eine Fragestellung, und zwar ging es dabei um eine Person, einen sogenannten Hardgainer, der sich sehr schwer tut beim Aufbau von Muskelmasse bzw. von Gewicht im Allgemeinen. Und ist an mich herangetreten und meinte, ich schaffe es einfach nicht mehr zu essen, ich nehme aber auch nicht zu, ich nehme schon über 4000 Kalorien zu mir, und was kann ich tun, damit ich noch oder wieder zunehme? Jetzt ist natürlich so, dass es eine sehr aktive Person ist letztendlich, ist berufsbedingt, daran können wir also nichts ändern, weil natürlich wäre zum Beispiel die erste Möglichkeit, um wieder einen Gewichtsaufbau zu forcieren, zu schauen, dass wir vielleicht auch letztendlich die Aktivitäten ein kleines bisschen senken, damit der Gesamtverbrauch ein kleines bisschen nach unten geht. Denn es ist natürlich nicht immer einfach, so viele Kalorien zuzuführen, große Mahlzeiten zu essen und das vor allem kontinuierlich. Es ist natürlich einfach, einen Tag reinzuhauen mit 4000, 5000 Kalorien, vielleicht schaffen wir das auch 2 Tage, 3 Tage, aber wenn man natürlich ein wirklicher Hardgainer ist, im Sinne von man schafft es einfach nicht zuzunehmen, wird es natürlich schwierig, das über viele Tage, Wochen und Monate hin aufrechterhalten zu können. Was können wir denn generell an unserer Ernährung dann ändern und bisschen schrauben, damit wir vielleicht genau das wieder hinbekommen und eine Gewichtszunahme zu verbuchen ist? Die wichtigsten Fakten sind natürlich hier bei den Proteinen und bei den Kohlenhydraten zu finden. Worauf sollten wir achten? Ich würde in solchen Fällen auf jeden Fall mein Protein nach unten reduzieren. Das heißt auf etwa 1,5 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht mehr benötigen wir nicht, vor allem weil wir ja davon ausgehen können, dass wir mindestens im Erhaltungsmodus sind, aber wir wollen ja in eine überkalorische Ernährung, damit wir entsprechend Muskulatur und Gewicht aufbauen können. Also bedeutet das, wir gehen beim Protein eher ans untere Ende und nicht ans obere Ende. Denn wie wir ja beim Protein-Overfeeding schon gesehen haben oder auch in dem letzten Video mit diesen 6,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht haben wir das Problem, dass sich nicht viel tut im Bereich der Lean Body Mass. Und warum nicht? Weil wir zum Beispiel eine sehr hohe thermogene Wirkung haben. Thermogene Wirkung bedeutet natürlich in dem Fall einfach wieder, dass wir viel von der Energie, die wir über Proteine zu uns führen, gar nicht dorthin bekommen, wo wir sie eigentlich haben wollen, und in Form von Wärme wieder an die Umgebung abgeben. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ein Hardgainer möchte natürlich aufbiegen und brechen, wirklich versuchen, all die Energie zu speichern, die er zuführt, damit er nicht noch mehr essen muss. Zum anderen ist es natürlich so, dass wir durch Protein einen hohen Sättigungseffekt haben. Das heißt, wir sind schneller satt, wir sind länger satt und wir drosseln den Appetit. Und das macht es natürlich noch einfacher, noch mehr zu essen. Also das sollten wir auf jeden Fall ein klein wenig reduzieren, beziehungsweise gegebenenfalls eben auch deutlich reduzieren. Das wären mal 2 Punkte, die wir hier letztendlich angehen können. Und Ähnliches ist letztendlich auch bei den Kohlenhydraten zu beobachten. Ab ungefähr 5 bis 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht steigt die thermogene Wirkung von Kohlenhydraten drastisch an. Das heißt teilweise sogar auf ein Niveau, das vergleichbar wird mit dem der Proteine. Das heißt, wenn wir jetzt einfach sagen, iss noch mehr Kohlenhydrate, trink noch mehr Kohlenhydrate, also beispielsweise in Form eines massiven Post-Workout-Shakes oder Intra-Workout oder wie auch immer, dann steigern wir hier die thermogene Wirkung immer mehr. Das bedeutet, wir nehmen zwar mehr Energie zu uns, aber es kommt dann trotzdem im Verhältnis viel zu wenig im Körper wirklich an und viel zu viel geht in Form von Wärme verloren. Das bedeutet, auch hier macht es Sinn, die Kohlenhydratzufuhr auf maximal 4 bis 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu beschränken zunächst einmal. Jetzt haben wir aber natürlich dann das Problem, dass wir hier tiefer gehen, hier eine Beschränkung haben. Was können wir also zuführen? Hier kommt das Fett ins Spiel. Wir reizen also letztendlich die Kohlenhydrate aus,
gehen auf das Minimum beim Protein herunter und versuchen mehr über die Fette zu gehen. Denn die Fette haben generell eine eher niedrigere thermogene Wirkung, was uns natürlich dann hilft, mehr Energie zuzuführen. Zudem ist das Volumen relativ gering und wir haben dann natürlich auch einen besseren Appetit, wenn wir geringes Volumen dazuführen. Natürlich muss man auch hier sagen, fettreiche Speisen haben natürlich auch einen gewissen hormonellen Einfluss auf unseren Sättigungseffekt. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt einfacher, aber es ist definitiv einfacher, nochmal etwas an Fetten hinzuzuführen im Vergleich zu den Kohlenhydraten beispielsweise. Das heißt, wenn wir nochmal 400 Kalorien in Form von Kohlenhydraten zuführen wollen, müssten wir beispielsweise nochmal 100 Gramm Reis in Trockenmasse essen. Und das ist natürlich gekocht dann doch ein relativ hohes Volumen, wohingegen wir einfach nur 2 bis 3 Esslöffel eines hochwertigen Olivenöls beispielsweise zu unserem Essen hinzugeben müssen, um die gleiche Menge an Kalorien in Form von Fetten zu bekommen. Es ist also hier wichtig, nicht die Kohlenhydrate in großartiger Weise reduzieren, es sei denn, du bist schon deutlich über 6 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, dann reduzieren auf ungefähr 4 bis 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann kommen die Fette eben definitiv ins Spiel. So haben wir natürlich die Möglichkeit, letztendlich den optimalen Nutzen der Kohlenhydrate mitzunehmen und die Fette als primären Energieträger noch mit ins Boot zu holen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Also vor allem hier würde ich immer sagen, das ist das allererste, was wir tun sollten. Also versucht den Proteinanteil eurer Ernährung auf ein Minimum zu reduzieren, beziehungsweise im Prinzip nur so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also versucht den Bedarf zu decken, weil alles, was über die Bedarfsdeckung hinausgeht, bringt für den Muskelaufbau dann sowieso nur noch sekundär einen Vorteil, wenn überhaupt. Also von daher Bedarfsdeckung und dann die restliche Energiezufuhr in Form von Fetten. Dadurch werdet ihr euch definitiv einen Gefallen tun. Und vor allem, wenn man dann Hardgainer ist, noch eine kleine Trainingsempfehlung. Übertreibt es nicht mit Volumen, Frequenz und Co., sondern haltet euch wirklich daran, unterm Strich Grundübungen zu trainieren mit niedrigem bis moderatem Volumen und das schwer und versucht euch dann letztendlich zu steigern in den Gewichten. Jetzt werden natürlich viele kommen und sagen, ja, aber Volumen ist doch das maßgebliche Kriterium für den Muskelaufbau und wir brauchen eine erhöhte Frequenz und wir müssen oft gehen und bla bla bla. Und das ist ja im Prinzip auch genau das, was ich in meinem E-Book Science Driven Hypertrophy schreibe und propagiere. Das heißt, für ein Muskelaufbau ist ein gewisses Trainingsvolumen notwendig. Bringt dir als Hardgainer aber natürlich nicht viel. Das heißt, wenn du das Ganze jetzt schon optimiert hast und keine Fortschritte machst, dann ist es Zeit, hier ein paar Anpassungen vorzunehmen, die speziell dir weiterhelfen. Und das eben über die Ernährung und über eine Reduktion des Volumens beim Krafttraining. Versuch dich hier tatsächlich wirklich auf die progressive Belastungssteigerung zu fokussieren zunächst mal. Also versuch in einem Bereich mit moderaten Wiederholungen, also irgendwo zwischen 6 und 12 Wiederholungen, einfach immer stärker und stärker und stärker zu werden. Das ist definitiv, wenn du Hardgainer bist, die bessere Variante, als dich komplett müde zu pumpen und nur theoretischen Schnickschnack für nichts im Prinzip zu trainieren. Also von daher, wenn du Hardgainer bist, dann ticken die Uhren ein klein wenig anders für dich und passt deine Ernährung und dein Training entsprechend so an. Wenn du noch Fragen hast oder über dieses Thema diskutieren möchtest, unten in der Kommentarfunktion hast du natürlich die Möglichkeit, ich versuche mich so gut als möglich dann dazu zu äußern und die Fragen zu beantworten. Und ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat, dich ein klein wenig nach vorne bringt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Build by Science.